So, da wären wir wieder. In der Zwischenzeit habe ich ein paar Zwerge umbenannt. Ihr könnt ja mal kurz pausieren und gucken, ob euer Name dabei ist. Ich habe eigentlich jetzt fast alle von der Liste abgearbeitet. Dann habe ich noch oben, scroll ich mal kurz hin, noch ein paar Betten gesetzt. Also die letzten, die noch nicht gesetzt wurden. Und hier auch noch ein paar. Und das war es dann auch eigentlich schon, was ich off-camera gemacht habe. Oh, wir haben ja noch ein paar Tiere in Käfigen. Die müssen wir nochmal hier zu sortieren. Also Hunde wollen wir da nicht reintun. Wir wollen den Goblin da auch nicht reintun. Das wäre ein bisschen makaber. Die Henne ist schon drin. Der Tit kann da noch rein. Aber da ist noch ein zweites Tier und da ist auch noch irgendwas. Ja, komisch. Ah, der Mockhopper ist schon zugeordnet. Ah, der muss erst noch hingebracht werden. Na gut. Dann lassen wir das Spiel einfach mal weiterlaufen. So, wie schaut es eigentlich mit unseren Vorräten aus? Wir haben fast nichts mehr zu essen. Trinken sieht auch nicht ganz so gut aus. Das heißt, ABR. ABR. Haben wir überhaupt was zum Kochen? Nee, wir haben weder Fleisch noch Fisch. Das ist nicht gut. Aber wir sind gerade am Schlachten, oder? Ja, wir haben ganz viele Schlachtbefehle. Das haut dann schon hin. So, die Händler müssten auch demnächst gehen. Die Kämpfer sind alle schön am Trainieren. So soll es sein. Ich würde gerne die ganzen Betten loswerden, die schlechte Qualität haben. Das geht bei den Elfen ja nicht. Und wir können unten die Gräber nochmal alle designieren. Falls denn demnächst nochmal ein Zwerg stirbt, dass wir dann schon mal alles vorbereitet haben. Also B und P, damit keine Pets reinkommen. Und wieder B und P und B und P. So. Dum, 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 dum. Wieder hoch. Unsere Kämpfer. Was genau trainieren die gerade? Die müssten ja wieder unten sein. Schlafen, Essen, Combat Drill und Dodging Demonstration. Auf die er wartet, aber die keiner organisiert. Ah, doch, er. Webster. Na gut, dann lassen wir das auch mal zu Ende machen. Aber danach würde ich sie ganz gerne wieder zum Steine kloppen verdonnern. Denn, wie wir gesehen haben, die brauchen echt jede Menge mehr Punkte in Stärke und Agilität, damit sie schneller laufen können. Denn die kamen mit den Goblins ja nicht mal ordentlich hinterher. Und eigentlich sollten sie wesentlich schneller sein als die Goblins, damit sie halt schön schnell nah rankommen, während die Goblins auf sie schießen. So, dann bauen wir noch ein paar mehr davon, damit das oben auf dem Stockpile nicht zu voll wird. So, das war der letzte davon. Gut, gut. Die Betten wurden auch schon alle zugeordnet, das haben wir auch schon gemacht. Ich werde langsam echt ein wenig unruhig. Also wie das denn wird, wenn die erste Invasion kommt. Weil theoretisch können die Goblins ja einfach hier zickzack laufen. Also erstmal laufen sie hier lang, bringen alle unsere Hunde um. Dann laufen sie hier zickzack durch, bis sie dann irgendwie irgendwann hier von der Miliz aufgehalten wird. Weil die Miliz zu lange braucht, um sich zu sammeln. Und dann ist die Frage, ob die Miliz überhaupt aufhält. Weil wir haben 7 Zwerge in der Miliz, wenn ich das richtig sehe. Und so ein Überfall können mal schon so 20, 30 Goblins sein. Aber die ziehen sich auch zurück, wenn sie zu herbe Verluste bekommen. Trotzdem wäre das schon doof, wenn da ein Zwerg jetzt sterben würde. Aber lässt sich nicht ändern. Und es ist ja ein Experiment. Wenn wir dann sehen, dass sie hier wirklich zickzack laufen, dann müssen wirklich Brücken her und andere Tricks, wie wir die dann zwingen, da durchzugehen. Und dabei auch nicht unsere Möglichkeit ausschließen, mit der Außenwelt Handel zu treiben. Das ist schon, hat er schon geschickt gemacht mit den Fallen. Also vorher konnte ja einfach die Karawane hier so seelenruhig durch. Man konnte einfach den ganzen Weg voll klatschen mit Fallen. Geht jetzt ja nicht mehr. Obwohl ein Zuschauer meinte, dass die normalen, also die kleinen Karawanen mit den Eseln, die kommen schon durch. Und dass man sich damit ja auch über Wasser halten könnte. Aber ich bin halt gierig. So, was haben wir noch zu tun? Wir haben jede Menge Stoff bekommen. Diesmal sollten wir aber nicht allen Stoff gleich verbrauchen, sonst haben wir da wieder so einen kleinen Zwischenfall. Das heißt, wir gehen mal auf Cloth Crafts und machen da einfach beide Crafts Dwarfs Workshops voll und das soll dann erstmal reichen. So. So.
Wie viel haben wir denn jetzt genau? Wir haben Cloth 82. Okay, das heißt, wir können viermal beide Workshops voll machen. Obwohl, wozu haben wir den Manager? Können wir es beim Manager auch einstellen? Das weiß ich gar nicht. Cloth Crafts. Ja, perfekt. Da schreiben wir einfach mal 80 hin. Dann haben wir noch zwei Ballen Stoff über, falls mal jemand wieder durchdreht. Ja, der Manager ist echt irre praktisch für sowas. So, wie schaut's beim Leder aus? Da arbeitet gar keiner. Sind die Aufträge schon alle abgearbeitet? Das ist ja mal schick. Dann wartet mal ganz kurz, bis die Karawane ganz weg ist. Und dann schauen wir uns an, was für Rüstung wir haben inzwischen und was wir denn noch alles brauchen. Also, ja, wir brauchen eigentlich noch die ganzen Metallteile für die Rüstung. Also den Brustpanzer, Panzerhandschuhe und was da noch alles war. Aber das muss warten. So, unsere Mauer ist schon ganz schön weit gekommen. Wir haben jetzt ja auch inzwischen drei Steinmetze. Das zahlt sich schon aus. Nö, also ich sehe keine Elfen mehr. Dann gucke ich mal unsere Stocks rein. Wir haben Rüstung. 154 Rüstung, das glaube ich doch nicht. Aber hier stehen auch alle Klamotten mit bei. Und da wir ja schon über 60 Zwerge haben, kommt das schon ganz gut hin. So, ich hätte aber gern Leather Armor und Cloaks. Cloaks haben wir eine Menge. Ich würde das echt gern sortieren können. Also nach Slot oder nach Name oder Ledertyp. Weil so sehe ich jetzt primär ganz viele Dresses, also Kleider. Ein paar Roben, aber nicht so die Anzahl an Umhängen und Hoods, die ich gerne hätte. Die sind wahrscheinlich woanders mit bei, ne? Ja, hier müsste einfach nur Leather Armor sein. Code, 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 Dress, Dress. Ne, keine Leather Armor. Na gut, was machen die Beine? Leather Trousers, jede Menge. Und Stoff Leather Trousers. Stoff Trousers. Das sind wohl die Standardklamotten, die jeder Zwerg so anhat. Entweder die Stoff- oder die Seidenhosen. Auch nicht schlecht. Kopf. Wir haben Bismut Bronze. Zwei Caps, ein Helm. Wir haben jede Menge Leather Caps. Und noch viel, viel mehr Leather Hoods. Das sieht ja schon fast so aus, als wenn das reichen könnte. Obwohl, 7 pro Zwerg sind 49 Hoods. Kann ich jetzt auch so nicht zählen. Also ich könnte es alles abzählen, aber das finde ich dann doch ein wenig albern. Genau deswegen habe ich ganz gerne alles aus einer Lederart. Den könnte ich einfach hingehen. Ah, Dog Leather Hoods, 49 Stück. Okay, ich brauche keine mehr. Jetzt muss ich es ungefähr überschlagen. Aber gut. Handschuhe, Mittens. Da haben wir Hundemittens, 16 Stück. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Vor allem die Mittens können wir auch nur ein einziges Mal tragen. Das heißt, davon brauchen wir nur 7 eigentlich. Aber wir wollen ja später eh noch ausbauen, das ist okay. Das heißt aber, wir könnten theoretisch alle anderen Mittens verkaufen. Ja, verkaufen oder in die Müllpresse stecken. Müllpresse absolut auf meiner To-Do-Liste. Ich schiebe das nochmal vor mich hin, weil da kann man ein paar Fehler machen und das ist schon zu lange her. So, Schuhe. Schuhe haben wir, aber diese komische andere Schuhart, die man drüber packen konnte, habe ich noch nicht gefunden. Diese Chaussos oder wie die hießen. Und Schilde haben wir nur 6 Stück. Das heißt, einer geht ohne Schild. Köcher haben wir 2, brauchen wir nicht wirklich. Na gut. Was haben wir noch so an Barren, wo wir gerade mal hier sind? 2 Bronze und 2 Eisenbarren. Okay, das klingt doch gut. Gehen wir mal kurz runter in unsere Schmiede. Dann darf Wayne of Games mal ein bisschen Rüstung herstellen, und zwar aus Eisen. Wir hätten gerne ein Eisenschild. Und wir hätten gern eine Breastplate, können wir leider nicht machen. Dafür braucht man 3 Barren. Für die Beine braucht man 2. Wir können aber Gauntlets herstellen. So, jetzt haben wir noch Bronze. Da stellen wir mal High Boots her. So. Was hatten wir hier noch? Wood Furnace. Wie viel Kohle haben wir? Stocks. Kohle ist immer unter den Bars. Wo sind die Bars? Hatte ich doch gerade erst. Ah, da.
Wir haben nur noch 15 Kohle. Das ist ein bisschen wenig. Make Charcoal. Hätte ich wahrscheinlich auch wieder beim Manager machen können. Ja, das muss ich mir echt mal angewöhnen, das alles darüber zu regeln. Was haben wir hier unten? Den Einschmelzer. Da haben wir aber noch nichts Großartiges. So. Die Jungs sind immer noch im Trainieren. Aber komm, langsam reicht das. So. Training inaktiv. Jetzt müssten sie ihre ganze Ausrüstung fallen lassen. Das wird dann wegsortiert. Sich die Pickaxe schnappen und runtergehen in die Mine. Blinkt schon irgendwo irgendwas? Ah, es dauert immer ein bisschen. Und hier hatten wir noch unseren Weg nach oben gemacht, denn ich will ja in die anderen Gesteinsschichten, um irgendwann mal Eisen zu finden. Ah, das sieht doch gut aus. Wo läufst du denn hin? Du läufst da hinten hin. Na gut, sei dir gestattet. Dann gehen wir mal von hier ganz. Nanu. Achso, ich sollte nach oben gehen. So, von hier ganz nach oben. Bis hier. Dass es dann genau über der anderen Etage ist. Gehe ich nochmal einen runter. Dann ist hier die erste Querverstrebung. So. Und dann können wir in unserem altbewährten Muster einfach wieder die Arme hier reinmachen. So. Hoffentlich ist hier eine andere Gesteinsschicht. Und wenn nicht, machen wir das gleich einfach nochmal oben. Eine Etage höher. So, nehmen wir die Etage wieder als Anhaltspunkt, gehen wieder hier hin und können hier wieder die Arme machen. So. Drückt die Daumen. Aber es wird eh erstmal dauern, bis die Zwerge da ankommen. Die werden den ganzen Bereich erstmal zu Ende ausminern. Und das dauert jetzt schon eine ganze Ecke. Aber na gut. So, wieder hoch. Wow. Guckt euch mal den Raum da an. Was geht denn da? Ein rechter Handschuh. Besitzer Liberty Denied. Ein Lederschuh. Besitzer Liberty Denied. Okay. Die haben jetzt alle angefangen, ihre Sachen hinzuschmeißen. Ein paar Hosen. Wayne of Games. Eine Seidenhose von Ephaun. Ist das überhaupt Ephauns Bett? So kann man sich auch seine Geschichten zusammenspinnen, ne? So, ja, das ist Ephauns Bett. Und das ist auch Libertys Bett. Na gut. Sie sind alle da, wo sie sein sollen. Oh, da war gerade meins. Mein Bett. Von Lord Gerugon. Und er hat nicht mal eine Tür in seinem Zimmer. Ja. So lebt also heute die Oberschicht. Und das sind meine Lederhosen. Von einem riesigen Erdwurm gemacht. Auch nicht schlecht. Aber ja, eine Tür hätte ich doch schon ganz gerne. Da, Tür, Tür. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist hier in dem Menü noch die Granittür ausgewählt, weil wir halt alle anderen Türen vertauscht haben. Das heißt, ich kann nicht aus Versehen irgendwas Falsches setzen. Unflüchtigkeitsfehler kommen ja doch recht häufig vor. So, keine Türen mehr. Was sagt unsere Jobliste? Rock Doors haben wir noch im Auftrag. Okay, einfach nur Zeit weiterlaufen lassen. Obwohl, wir haben 30 Arbeitslose. Da mag ich jetzt nicht die Zeit einfach so weiterlaufen zu lassen. Aber gut, in den Kommentaren gibt die Diskussion fleißig weiter, ob wir jetzt einen Vampir haben oder ob unsere Tiere einfach so draußen irgendwo sterben oder Tiere auf der Karte. Ich bin mir da jetzt immer noch nicht sicher. Eine Idee war gewesen, ich sollte einfach alle Tiere zählen. Das könnte ich mal lassen. Obwohl, wir haben eine komplette Seite und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Schreibe ich mir mal kurz auf. Eine Seite plus 22. War noch 22, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. Gut, also eine Seite plus 22. Und jetzt achten wir auf jede Nachricht, ob ein Tier geboren wird oder ob ein Tier stirbt. Und dann zählen wir einfach mit.
Und wenn der wieder eine rosa Nachricht kommt und wir immer noch genauso viele Tiere haben wie vorher, dann sind es die Wildtiere gewesen. Was zwar auch komisch wäre, aber na gut. Auf einer anderen Karte, die ich mal angefangen hatte, kamen auch immer Nachrichten, dass das Seemonster plötzlich Berserk geht. Und es wurde nirgendwo ein Seemonster aufgeführt. Also teilweise sind die Nachrichten schon recht komisch. Ja, schon sind wir bei 23. Ich sehe mich schon die nächste Folge nur durchgehend Notizen machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das da auch schon mit dazu gehört. Animals. Eine Seite runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Die vermehren sich echt zu schnell. Okay, eigentlich vermehren sie sich genau so schnell, wie ich es gerne hätte, denn ich brauche das Leder. Aber beim 10 ist das jetzt schon ein bisschen nervig. Ich denke mal, ich werde das auch lassen, wenn das nicht allzu bald eine neue Todesnachricht kommt. Und die Welpen da sollten allgemein nicht an der Eingangstür stehen. Für die hatten wir noch extra hier was eingerichtet. Wow, sind das viele. Das war die Trainingszone. Das war das. Ganz, ganz viele Hunde. Ja, die sind alle schon zugeordnet. Kriegshund kann draußen bleiben. Die Hündchen können hier rein. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Na gut, das war's dann erstmal für diese Folge. Wir sehen uns dann gleich wieder.